wir bei einer weiteren C-Fan-Mission Two Steps. Diesmal Deadly Shadows, mal eine Fan-Mission davon. Und glaube auch sogar die erste und auch allererste, die gemacht wurde. Und in dieser Mission müssen wir uns einfach nur ausrüsten, was nicht besonders klingt, aber ich bin mal gespannt. Never leave your gears unguarded. Someone is the city steal it. You need some new equip and a little money for the extra. Okay, und unsere Ziele sind im Grunde, ja, ohne Ausrüstung können wir hier nichts machen. Das heißt, als allererstes Ausrüstung sammeln. Und mehr ist da auch gar nicht. Jetzt gucke ich mal, wie ich einen Schwierigkeitsgrad habe. Normal. Machen wir mal Experte. Was? Geht's da wirklich, dass man 3 Special Loot Items finden muss? Aber steht auch nicht, dass ich nicht töten darf. Also machen wir das einfach mal. Los geht's. So, und wir starten... Oh, da macht jemand sauber. Wir starten mitten bei einem Quicksave. In irgendein Inn. Können wir hier rumlaufen? Hi. Was ist das denn Geräusch? Also wenn ich hier in dieser Taverne sitzen würde... Die macht den Boden sauber. Die Bronnen. Oh. Komm her, gib her, gib her. So, hier können wir nicht lang. Das sieht echt cool. Was? Oh. Oh. Ich glaube, ich habe irgendwas getriggert. Kann ich die Dinger löschen? Nein, wir haben ja gar keine Ausrüstung. So eine Scheiße. Okay, weg hier. Oh, das ist cool. Das ist alles so neu. Das ist schon lange her, dass ich eine Fanmission von Deadly Shadows gespielt habe. Und das ist, wie gesagt, die erste. So, hier sind wir irgendwo in einem Zimmer. Oh, ist das cool! Das gab's gar nicht in, also es gab Schalter für Licht und Ausmachen, aber keine Knöpfe. Okay, hier wohnt niemand. Ich mache hier mal wieder einen kleinen Quicksave. Oh, oh. Der wird sehen, dass die Tür offen ist. Wir spielen ja Deadly Shadows, und Deadly Shadows ist ja so ein bisschen, dass die AI ja auch wirklich auf... Really tell, dass die in die Räume reingehen. Also wie gesagt, bei 1 und 2 ist es eher so, die kriegen es mit und ihr Warnstatus erhöht sich nur, aber hier laufen die ja sogar in die Räume rein. Nochmal nachzuschauen. So, er läuft wieder normal, er ist wieder in Ordnung. Get hard on the feet. Oh nein, ich häng fest. Oh, da geht in die Räume rein. Hm, da bekommt er alles mit hier. Wovon träumt der denn? Okay. Wo ist der? Mir ist das noch ein bisschen unsicher. Achso, der läuft hoch. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen rumkommen. Oh, ist der laut. Den hört man durch die Räume. Wow, was ist das? Okay. Der auch was wert? Der Kelch? Nee, ich glaube, der ist nichts wert. Guck mal, geht mein Zooming-Auge. Hey, mein Zooming-Auge ist komisch. Der ist ohne schwarz-weiß. Aber warum darf der in die Räume reingehen?
Es muss eine Universalwache sein. Oh, hier ist die Tür offen schon gewesen. Und endlich mal was zum Knacken. Aber wir haben immer noch keine Ausrüstung. Aber wir haben schon mal... Oh, Licht ausmachen bitte. So. So, Quick Save. Aber wir haben schon mal sehr viel Loot. Wir haben schon über 60%. Das ist schon richtig gut. Bin gespannt, ob ich 100% in diesem Level finde. Aber das ist ja nicht mal unser Hauptziel. Also es ist egal, wie viel Loot wir sammeln. Wobei, wenn ich mal gucke... doch, wir sollen trotzdem 90% finden. Und Achso, wir haben schon zwei Special Items gefunden. Interessant. Nothing. Maybe some random sound. Random! Ich sag's doch immer wieder, es ist alles so random. Ist er gerade vorbei? Ist auf jeden Fall nah. Okay, er geht wieder hoch. Hier kommen wir da nicht rein. Keine Ausrüstung. Das ist eine... Das ist mal schon ein bisschen... Das sieht cool aus. Moment. Kann ich einen Screenshot machen? Die Scheißwachen. Ich muss die irgendwie triggern. Also je näher ich an mein Ziel komme anscheinend. Wir müssen aber warten, bis die andere Wache hochgegangen ist. Ich speichere mal hier. Ich weiß gar nicht, wie man hier Screenshots... Also ich habe in Deadly Shadows eigentlich nie Screenshots gemacht. Obwohl, doch früher habe ich, glaube ich, mal Screenshots gemacht. Bleibt der jetzt? Aber ich hoffe, der macht die andere Wache nicht wuschig. Und die ist so ruhig, die Mission. Sie kommt wieder runter. Okay. Jetzt kommt es drauf an. Schnell, 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 schnell. Hier ist ein Raum. Und da ist wieder was Wertvolles. Ich kann es nicht einsammeln. Okay. Okay, wir brauchen noch Special Loot. Special Loot. Was ist das hier? Was ist mit diesem Raum auf sich? Die Kerze ist auch am Brennen, aber nicht besonders hell. Und hier kann ich das Licht anmachen. Ah, das ist cool mit dem Licht. Ich denke mal, wir werden einige Fanmissionen finden, sehen, dass auch das in Deadly Shadows so ist. Ah, nicht mal was auszumachen. Das ist wahrscheinlich nur ein Raum zum Verstecken. Dann ist der andere Raum wahrscheinlich wichtiger. Aber warum findet man den hier als zweites? Das ist ein bisschen komisch von der Reihenfolge. Oder was hier oben was? Ah. Nee, hier oben nichts. Speichern. Das hier macht mich sehr kirre hier. Das sieht ein bisschen aus nach irgendwas. Jetzt habe ich nämlich ein Problem. Jetzt bin ich schon mal hochgelaufen, habe die nächsten Wachen getriggert. Und das könnte dazu bringen, dass ich an dieser einen Wache jetzt nicht mehr vorbeikomme. Okay, der geht raus. Schön. Oh, ich erinnere mich noch an Szenen, wo die Wachen sich selbst erschreckt haben. Licht aus. Oh, 100%, wir haben es. So, jetzt brauchen wir noch die Ausrüstung. Das ist eine Heiden. Oh. Ich musste nicht mal knacken. Was ist da los?
Hi, hast du meine Ausrüstung? Ich habe jetzt 100% Loot, aber ich habe keine Ausrüstung. With no equip in the city watch on the streets, you need to find some. Ja, ich verstehe schon. Ich brauche Ausrüstung. Aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. A ruby ring. And pearls for my ears. Die andere Wache müsste ja wieder hochkommen, wa? Da ist ein Raum! Warte, wir gehen nochmal zurück. Oder? Kommt der hoch? Schnell hoch. Ich habe die Tür offen gelassen, das war natürlich nicht gut. Das Ding hat sich auf einmal geöffnet. Oh, das sieht aus wie ein Versteck für mich. Okay, schauen wir mal, was uns hinter dieser Cloud uns erwartet. Wahrscheinlich ein zweiter Abschnitt. Schauen wir mal. Oh, Mission complete. Seems the watch tried to follow me. Guess whoever took my gear tipped them off as well. I have to escape over the roofs and find some safe place to sit down before I can re-equip. Oh, okay. Do not kill any non. Ja, okay. Statistik. Oh. Pickpocket one. Warte mal, Helling. Stealthy. Erwischt wurde ich null. Null mal. 9 Minuten? Okay. Jetzt ist die Frage: Kommt da denn noch was? Und nein, es kommt nichts mehr danach. Also, irgendwie fängt dann die Mission in die Hauptkampagne überzugehen und dann habe ich in der Hauptkampagne keine Ausrüstung mehr. Also ich habe mir das mal kurz gecheckt. Also wir sind hier jetzt fertig, das war die Mission. Das war eine kurze Mission, aber wie gesagt, das war die erste Deadly Shadows Fan-Mission. Fürs erste Mal fand ich das cool, weil es gab, wie gesagt, diese Lichtschalter und die getriggerten Wachen. Das war schon cool gemacht. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es war wirklich sehr, sehr kurz. Also ich würde das wirklich als Short-Mission sehen. Aber das macht ja nichts. Wie gesagt, wir fangen ja jetzt erstmal an damit. Und für den Anfang kann man ja auch mal die ersten 2 Schritte machen, so wie die Mission auch heißt. Ja. Achso, ich gebe auch dieser Mission eine kleine Wertung. Wie gesagt, die ist ziemlich kurz gewesen, aber trotzdem verdient sie eine Wertung. Gameplay habe ich ja schon angesprochen, was mir da sehr viel Spaß gemacht hat. Es war aber leider sehr linear, deswegen nur ein gut. Story gab es nicht so besonders, deswegen da keine so gute Wertung. Und Atmosphäre, ja, es war ziemlich still. Ich hätte mir ein bisschen mehr Atmosphäre gewünscht, ein bisschen beklemmende Atmosphäre. Aber die Räume waren sehr schön designt, deswegen auch ein gut von meiner Seite hier. Also bin ich sehr... sehr, sehr großzügig. Wieso steht hier Debriefing? Achso, das war das. Okay, ich bin auch doof. Egal, das war Two Steps. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns zur anderen C-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.